niederspielerisch aus. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, das ist viel flüssiger, wie ihr seht. Ja, dann mach ich so. Über 40. Das Drehen ist praktisch gegen die Schwerkraft, die alles nach unten ziehen will. Der junge Mann lernt den Beruf gerade. Er ist hier bei uns an der Technischen Glasbachschule. Habt ihr schon wieder Bloch oder bist du immer noch da? Ich bin gerade doch schon eine ganze Weile her wieder. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Jetzt beim Zusammenschieben verdreht es noch zu der Spirale. Wir kommen eigentlich aus dem Anlagenbau, wir haben große Flaschen und Destilliergeräte für die Pharmaindustrie, für die Forschung. Hier habe ich mich sehr auf Trinklöser spezialisiert. Die ganze Arbeit besetzt ist praktisch nur, um das bisschen Farbe da reinzuschmelzen. Der Rest vom Glas geht deutlich schneller. Mein Frauenschreck. Die hört auf meine Stimme, wenn ich sage Flamme aus, geht die aus, und wenn ich sage Flamme an. Wäre heute bestimmt schon über eine App am Smartphone möglich. Ich arbeite noch altmodisch mit einem Pedal. Bald macht das alles die KI. Dann gehe ich hoch Kaffee trinken und denke mein Glas aus. Und hier unten tut die KI dann das Glas für mich machen. Und erzählt was dazu. Das läuft ja nicht. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Glas, mit dem ich hier arbeite, gibt es mittlerweile auch 3D-Drucker. Die können die kompliziertesten Formen ausdrucken und das könnte ich gar nicht blasen so frei haben. Das ist aber im Moment noch richtig teuer. Aber wenn da so eine Firma mit 100 zu druckern steht, kannst du deine Zeichnung hinschicken, die programmieren das ein. Der Drucker druckt das aus. So,
So, jetzt noch das Wichtigste, damit man was einfügen kann, der Trinkkelch. Das letzte ist immer die Werkzeuge abschmelzen. Da brauche ich jetzt nochmal ganz flüssig. Ganz flüssig ist, auch damit es halt nicht wackelt. Also das wäre reiner Zufall, das muss sein. Jetzt sieht man aber auch den Nachteil bei diesen modernen Gläsern, obwohl ich hier mit 1600 Grad arbeite, werden die unheimlich schnell wieder. Da ist nicht viel Zeit zum Überlegen, was ich machen will. Da muss immer alles schon im Kopf sein, was ich als nächsten Schritt verform. Also so ein Bleikristallglas, da könnte man jetzt noch mit der Pinzette dran rumzupfen und das in Form bringen, aber nicht bei diesem Hartgläser. Jetzt wird es nochmal gegen Spannung komplett durchgewärmt. Nur das Glas, das ist nicht so heiß, dass das Glas schmelzen könnte. Die großen Temperaturen kommen von dem Sauerstoff. Während es immer heiß spielt, nicht mit dem Feuer, darf ich den ganzen Tag.